So, dann machen wir mal weiter. War es hier eben schon so dunkel? Weiß ich nicht. Müssen sich meine Augen wieder dran gewöhnen. Guti, gespeichert haben wir, oder? Können wir ja wieder ein bisschen Unruhe stiften gehen. Ist auch geil, oder? Es kommen Leute rein, fragen irgendwas, gehen aber sofort wieder. Es kommt echt oft vor. Ich weiß es nicht. Nein. Ach ja, mir war ehrlich gesagt gar nicht mehr bewusst, dass es hier auch regnen kann. Das war mir nicht bewusst. Und diese Tropfen, da habe ich mich auch nicht mehr dran erinnert, dass es die gab. Diese beeindruckenden. Ah ja, das mit der Yacht hat sich erstmal wieder erledigt. Okay, dann müssen wir tendenziell nach Norden. Gut, dann machen wir das doch so. X. Ich glaube, ich habe Lust auf ein Motorrad. Ich liebe die Gefahr. Ja. Ach, oh, machen wir mal. Was ist denn da los? Bin ich... Ach, das ist eine Alarmanlage. Ach so. Ein Motorrad mit Alarmanlage. Das ist ja lustig. Hört die auch irgendwann mal wieder auf? Da. Offenbar. Cool. Sehr gut. Achso, und Potterhead, falls du noch da bist, danke natürlich fürs Reinschauen. Viel Spaß. Viel Spaß. Warum nennen uns alle Idiota? Was heißt das denn? Verstehe ich nicht. Ich spreche eure Sprache nicht. Erklärt mir das. Speak English, goddamn. Ups. Ach, Octopaps. Hey, na. Hallo. Wie geht's? Ja, ja, gut, die neueren, die haben wir ja schon. Die neueren haben wir ja schon gespielt. Was führt dich denn hierher? Und nein, das ist nicht die mega Retro-Überraschung, die ich da versprochen hatte. Nein, nein, da ist noch viel zu neu dafür. Ja, geht so. Fällt vielleicht so ein bisschen in die gleiche Kategorie. Mir ist heute aber was aufgefallen, dass mir noch etwas fehlt dafür. Und ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwo habe. Für das, was ich mir da überlegt hatte. Aber irgendwas werden wir uns da noch... Ich werde mal gucken. Muss ich mal schauen. Guten Abend auf jeden Fall. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Erzähl. Sollen wir hier mal eine Mission annehmen zwischendurch? Können wir machen. Ja, das ist schon mal gut, oder? Bester Ochi. Bester Ochi. Now look here, son. I got a problem, and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Alrighty. Topfanwagen, ah ja. Gut. Probieren wir. Ist, glaube ich, auch gar nicht weit weg, oder? Nein, nein, ich nasche nichts. Nein, nein. Falls ich jetzt einen Moment komisch spreche, dann ist das nur reiner Zufall. Hat nichts damit zu tun, dass ich mir ein bisschen Weingummi hier hingestellt habe. So, Topfern, ah ja. Testen. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Oh Gott, ferngesteuerte Helikopter und Bomben in, zu vier Zielen zu acht, und meine Güte. Oh Gott. Das wird ganz furchtbar. Das wird ganz furchtbar. Abzuwerfen drücke die B. Wenn ihr Ziel verfehlt, kannst du erneut aufnehmen und es nochmal versuchen. Aha. Das wird lustig und furchtbar. 7 Minuten auch noch auf Zeit, was?
Was? Haupttreppe hat man Zugang zu allen Stockwerken. Aha. Na, erstmal die finden. Okay, ach du Heilige. Kann ich, warte mal, kann ich ein bisschen die Kamera weiter wegmachen? Nee, kann ich nicht. Okay. Steuerung fühlt sich soweit aber ganz cool an eigentlich. Ja. Hm. So, hier, Xbox One. Heute Experiment, ob das funktioniert. Ja, das spucke ich schon. Ob das funktioniert mit dem neuen Empfänger auf Dauer. Okay, Uhrzeit. Ach ja, drehen kann man auch. Das fühlt sich aber wirklich gut an, die Steuerung hier. Im Gegensatz zu allen anderen Steuermodi hier fühlt sich das gut an. So. Also so. Passt das? Ja, passt. Sehr gut. Ja, geil. Wow. Was ist denn da passiert? Ach so, ach so. Okay, na, ich hoffe, die Zeit reicht. Ja, bin ich gespannt. Naja, schneller geht's nicht. So. Wir holen uns die nächste. Zack. Okay. Und ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich ins Gebäude rein, irgendwie über die Treppe, oder? Könnte ich mir vorstellen. Tja, ich versuch's. Schneller fliegen ist halt scheinbar nicht drin. Aha, hier. Über die Treppe. Gut, 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 gut. Das funktioniert soweit ganz gut. Vielleicht sollte ich erstmal die obersten Ziele wegmachen. Muss man einfach mit allen Fingern gleichzeitig bedienen. Hier ist es ja. Sehr gut. Ja, cool. Müssen die Musik alle? Ich muss gleich wieder auf Play drücken. Ist gerade ein bisschen schlecht. Ist gerade ein bisschen doof. Ja. Ja. Boah. Irgendwas passiert. Nicht wundern, Octopaps. Ich spiele hier irgendwie eigene Musik ein, die normalerweise einfach hier mal im Background ist vom Stream. Weil mit der Musik hier, mit der Originalmusik aus GTA ist so ein bisschen schwierig. Aus Gründen. Boah. Auf jeden Fall, oder? Das sind fies. Das sind ganz fiese Leute, glaube ich. Die verstehen keinen Spaß, wenn es um Dynamit geht in ihrem Gebäude. Ganz merkwürdig. Die Zeit, die wird, also, naja, ich weiß nicht, ob die reicht, ne? Das, Vor allem, wenn man jetzt so gar keinen Plan hätte von der Steuerung, was, es fühlt sich wirklich an wie, naja, so wie eine Helikoptersteuerung in späteren Teilen irgendwie. Fühlt sich gut an. Aber wenn man sich da jetzt erstmal ganz frisch reinfuchsen müsste. Ich sehe. Dann dauert das ja noch länger. Hier geht's aber nicht weiter, oder? Nee, das ist hier irgendwie nicht richtig scheiße. Naja. Gut, die Steuerung mag ja funktionieren, aber ich find's trotzdem nicht, wo man hier weiter muss. Ja, das ist sehr hilfreich. Dankeschön. Scheiße, wie komme ich denn hier weiter hoch? Wie komme ich denn hier weiter hoch? Ich sehe es nicht. Das ist keine Absicht, dass ich im Kreis fliege. Fuck. Es muss doch irgendwie übers Treppenhaus gehen. Naja, im Zweifelsfall müssen wir es halt nochmal versuchen. Aber, ja. Ach, hier geht's weiter. Hier geht's weiter, Mensch. Ach so. Ach so. Ja, andere Richtung. Jetzt packen die auch noch die Knarren aus. Ja, klar. Natürlich, natürlich. Wo ist es? Da. Da. Ja, sehr gut. So. You want me to drill you?
Das klingt irgendwie nach einem versauten Angebot, ehrlich gesagt. Ja. So, ob wir das schaffen. Die Musik passt so schön dazu. Aber so chillig. Dass es hier einfach direkt daneben ist und ich sehe das nicht, ne? Ich bin überall dahin geflogen, nur da nicht. Das ist doch unfassbar. So. Okay, weiter geht's. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Na gut, probieren wir es. Komm schon. Ja, jetzt kennen wir uns aus. Jetzt wird das. Ach, kein Problem. Das wird super. Werdet ihr schon sehen. Kann ich hier eigentlich auch mit der Uzi rausschießen aus dem Heli? Wow. Moment. Oh, scharfe Kurve. Wow, yeah. Wow, jetzt kommen hier schon die Bullen. Und nochmal. Jawohl. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. So. Geil. Jo, und jetzt das Fass noch finden. Hier hinter den Wänden wahrscheinlich. Ja. Cool. Und zack. No. Eli. No. So ein Aufwand für $1,000. Naja. Cool. Warum flackert denn hier alles so? Oh, Gott sei Dank, hat's aufgehört. War ja furchtbar. Oh, gut. Steht aber halt noch, ne? Es ist nicht sehr, also, das ist nicht so beeindruckend modelliert, aber nun gut. Fire Department ist auch schon da, alles klar. So, dann nehmen wir wieder unser Moped und ab dafür. Yeah, 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 yeah. Cool. So. Ja, was können wir machen? Gehen wir mal zum D, oder? Die Physik-Engine hat da so ein kleines bisschen versagt. Das ist das Problem. Ja, ja. Genau. Die Mucke ist überhaupt nicht passt. Oh, Mann. Oh, ach so. Das, ja. So funktioniert das nicht. Warte mal, da müssen wir erstmal gucken. Ach so. Auf so einem Inselchen dazwischen. Interessant. Ja, gut. Hier, Octopaps. Du hast das Spiel doch durch, oder? Ich habe das ja, soweit ich mich erinnere, nie ganz durchgezogen bisher. Bin ich ein kleines bisschen gespannt, wo es uns so hinführt. Tatsächlich. Wobei ich sagen muss, das Storytelling in 4 und 5 war schon ein bisschen packender als das, was wir hier bisher so gesehen haben. Aber naja, ne? Egal, ist GTA. Ach, hier, ja. Da müssen wir wohl rein. Upsi. Irgendwie, ja, ja. Huch. Auf uns geschossen, ne, oder? Glaub ich mal nicht. Gut. Boah, das ist schon ein, also es ist ein Anwesen. Das kann man mal so festhalten. Dann gucken wir mal. Come on, baby, come on! Yeah! Yeah! Stupid horse! I'll chop your head off! Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me. I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money.
As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up! Him. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Alrighty, begib dich zum Haus des Diebes. Machen wir zu unser Haus. Achso, wir haben ja noch gar kein Haus. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube, das ist deren Uniform, oder? Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Die Frise gehört dazu. Ja. So, dürfen wir uns denn eventuell... Oh, das passt ja farblich auch sehr gut. Schön. Dürfen wir uns das Auto hier nehmen? Oh, sieht gut aus. Nice. Nice. So. Und weiter. Hui. Wo müssen wir denn lang? Also wie es die Autos manchmal so rumhaut einfach, nur weil man die Lampen so ein kleines bisschen tangiert. Das ist nicht meine Schuld. Ja, das möchte ich damit nur sagen. Natürlich. Health haben wir sogar. Okay. Sehr nice. Ach so. War da noch nicht so ausgefeilt. Verstehe. So war das. Ja, so war das mit den Autos damals. Genau. Ja, kann ja sein. Schau durch sein Fenster. Was war das denn für ein Tier da? Robbe. Ah. Seal. Whale. Seal. Whale. Ist das ein Rätsel? Ah. Oh, shit! Okay. Auf Dach geflohen. Hey, auf den Fersen nicht erledigen. Oh, das ist ja gut, dass ich das gesehen habe. What? Ja, und jetzt? Einschüchtern. Wo war's? Wir haben. War's? Der hat einen Aua gekriegt. Wahrscheinlich Knöchel verstaucht oder so. Oh. Ungünstig. Ja, und jetzt? Ja, wenn wir das machen, da haben wir aber beide Knöchel verstaucht. Schnapp dir einen Untersatz hier. Oh, oh. Au. Nehmen wir den hier. Das ist das beste Fahrzeug dafür. Ich weiß ja nicht so recht. Und jetzt? Nur verfolgen oder töten? Oder wie? Ich meine, er ballert auf uns, von daher. Oh, wir haben aber nicht mehr viel. Oh, wir haben gar nicht mehr viel. Oh, oh. Ah, doch nicht. Scheiße. Der hat auf uns geballert, weißt du? Na gut, dann eben nochmal. Ich muss auch irgendwo hier mal bei einem Waffenladen vorbei. Sollen wir hier mal reingehen? Reinfahren von mir aus. Ach, das geht. Ach, cool. Ja, nice. Ist das ein Remaster? Naja, gut, in irgendeiner Form vielleicht schon. Ist halt die Steam-Version, ne? Zumindest kann man überhaupt Weitwinkel einstellen. Hier, Widescreen einstellen. Standardmäßig ist alles gestreckt. Ist auch nicht schöner. Tja, aber stimmt. Ist eigentlich scheiße. Ah ja, ein Auto, okay. Komme ich damit auch raus? Moment, erstmal müssen wir hier in den Laden. So. Stilecht. Stilecht. Oh. Na gut, hier nehmen wir mal ein bisschen was mit.
Okay. Und eigentlich würde ich mir auch gern... Oh Mann, ist das langsam. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Granaten. Ach so. Eine Weste vielleicht noch. Ah ja, guck mal. Schön. Machen wir das so. Das ist geil. Ach, scheiß auf das Auto, ey. Ich habe was viel Besseres. Komm mal wenigstens aus der Tür raus. Voll gut. Ich weiß nicht, gibt es ein explizites Remaster? Gute Frage. Gute Frage. Auflösung ist halt ein bisschen hochgedreht, aber ansonsten... Weiß ich nicht. Manche Texturen sehen wirklich ein bisschen hoch aufgelöst aus. Also bei ganz ausgewählten Objekten irgendwie. Jetzt gibt es widersprüchliche Informationen. Was ist es denn jetzt? Wow. Oh. Das ist... Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe hier. Warte mal. Muss ich anders fahren. Ich habe mir auch hier diese ganze Trilogy da geholt. Auf Steam. Boah. Sind halt die Versionen, die da drin waren. Keine Ahnung. Ich glaube, da stand nichts von Remaster dabei. Ansonsten. Da habe ich verkackt. Naja, egal. Es ist so, wie es ist. Wow. Der Controller-Support ist auch nicht so pralle, ehrlich gesagt. Ich habe mir hier noch eine Mod geholt. Eine kleine Mod, damit ich hier auch analoge Gas- und Bremstrigger und so habe. Das ist so ein bisschen angepasst an GTA 4 und 5 Steuerung. Aber nur durch die Mod. Ist eigentlich ganz nett, aber auch nicht Standard. Naja. Ich weiß nicht, wie das bei dir auf der Shield war. Ja, es ist... Ja, ist für mich einerseits auch Nostalgie. Und andererseits muss ich die doch irgendwann auch mal nachholen. Also so von der Mission her und so. Ja, ja. Gucken, ob wir die noch älteren Teile machen. Vielleicht sogar irgendwann 2. Vielleicht irgendwann sogar 1. Wer weiß. Mal gucken. Erstmal das hier. Haben wir heute gerade erstmal angefangen. Mal gucken, ob wir das hier erstmal durchziehen, aber bestimmt. Früher oder später. Ein bisschen Health können wir gebrauchen, aber naja, ist jetzt auch nicht so viel. Okay, vielleicht sollte ich mir gleich ein. Ein anderes Fahrzeug holen, vielleicht. Aber ist eigentlich egal, wenn wir den eh nicht killen sollen. Eigentlich relativ Wumpe. Ganz ehrlich, im Vergleich zu 4 und 5 finde ich das hier auch nicht so gut gealtert. Allerdings würde ich wahrscheinlich wirklich einen Schock kriegen, wenn ich jetzt 1 oder 2 erst recht 1 sehen würde. Es ist alles nicht so gut wie in der Erinnerung, oder? Ja. Naja. So, jedenfalls. Nehmen wir wieder die Kachel vielleicht. Ich sollte nicht so runterjumpen. Der Fallschaden ist tatsächlich beträchtlich. Ja, das stimmt schon. Das stimmt natürlich generell schon. Durchaus. Es ist einfach nochmal was ganz anderes. Einfach mehr, ja, ist halt generell mehr Storytelling auch, oder? Auch wenn das jetzt hier noch nicht so ausgeprägt ist vielleicht. Aber so mit den ganzen Cutscenes und so ist nochmal ein bisschen was anderes. Jetzt von Telefon zu fahren und blablabla zu hören und dann hat man halt wieder irgendwie einen weiteren Punkt, wo man hinfahren muss.
So, hier. Ja. Sehr gut. You got ID. You got ID. You got OCD. Mhm. Ah ja. Das habe ich jetzt ja nicht erwartet. Hier, genau. Ja, ja, ja. Vorsicht, Vorsicht. Kein Upsi machen. Okay. Okay. Wow. Vorsicht, nicht zu schnell. Sonst passiert's gleich. Alright, alright. Da auch so eine Karre hinstellen, ne? So ein Moped. Eigentlich schon ein bisschen gemein auch. Ja, ja. Naja, probieren wir es. Als hätten die das absichtlich gemacht. Vielleicht soll ich ein bisschen Abstand halten, oder? Vielleicht ist das Spiel ja auch so lieb. Und verschont uns von Bullets. Mhm. Naja, andererseits, vielleicht muss man sich einfach ein bisschen schützen, aber sind wir ja jetzt. Am Ende heißt es dann wahrscheinlich sowieso, leg ihn um, ne? Das hätten wir auch einfacher haben können. Ah ja, wir wurden getroffen, aber hallo. Aber hallo. Oh ja. Und nicht mal ein Helm trägt er. Nicht mal ein Helm. Ich lese sofort. Ich brauche jemanden im Voice, der mir die Texte einfach vorliest. Oder irgendwie so Text-to-Speech. Ich glaube aber, Text-to-Speech funktioniert manchmal nicht so gut. Je nachdem, was da so steht. Wenn jemand irgendwie 20 Emojis postet und mir dann irgendwie der Text von den ganzen Emojis vorgelesen wird, ist vielleicht auch nicht so geil. Die Namen der Emojis. Oh ja, upsi. Entschuldigung, Kollege. Ich hätte schon ein bisschen Lust zurückzuschießen. Aha, was haben wir denn da? Mission erfüllt? Ach was. Ach. Okay. Das war easy. Hm. Ja, genau. Genau. Ja, sowas. Sowas. Ja. Würde mir Ochizo-Lol. Ochizo-Lol. Ochizo-Lol vorgelesen werden oder sowas. Echt? Es reicht ja aus, einen Punktestand zu erreichen, was? Das ist ja merkwürdig. Okay. Das ist mir nicht bewusst, ehrlich gesagt. Aber ganz ehrlich, auch in den früheren Teilen, so wie auch hier, bin ich lieber rumgegurkt, als die Mission zu machen. Dann habe ich ja offenbar genau das Richtige gemacht. So, und hier können wir noch nichts machen. Ne? Gut. Ich habe halt Punkte gesammelt. Wo müssen wir hin? Wieder in die Mitte. Okay, 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 okay. Wo ist denn jetzt die richtige Richtung? Richtung Osten. Ansonsten kommen wir da auch nicht durch, schätze ich mal, oder? Theoretisch müsste es da sein. Der Spy-Dark, der bestellt sich wieder Sachen. Ich kann euch aber nicht, ich kann euch nicht jede Woche irgendwas schicken, ne? Das ist euch klar, hoffentlich. Warst du jetzt schon dabei eigentlich? Doch, warst du. Ja, natürlich. Haha, echt? Ja, es bleibt leider nicht lange so.
Aber congrats, congrats. Sehr schön. Ganz besonders evil ist das. Wie, du hast keine Bierdeckel? Was? Warum? Ja, siehst du, warum hast du keine... Du bist hier aber schon auf der Liste mit dabei, oder? Ich hab dir auch was geschickt. Wo müssen wir denn da? Ich komme hier noch nicht zurecht. Doch, 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 doch. Garantiert. Garantiert. Ja, ja, natürlich. Türlich, türlich. Sicher, Dicker. Der Spyduck 92, oder? Wahrscheinlich. Oder 90, je nachdem. Weiß nicht. Du bist jetzt die Next-Gen-Ente. Ja. Genau, genau, genau. So ist das. Ja, schon alles ausverkauft, leider. Tut mir sehr leid. Naja, ich habe ja extra dazu geschrieben. Einmal pro Zuschauer. Vielleicht ja irgendwann auch nochmal ein zweites Mal. Aber nicht alle paar Tage. Ups! Entschuldigung! Upsi! Was ist denn da passiert? Huch! Ich hätte vorher mal speichern sollen, oder? Ach, egal. Ach, egal. Echt? Die führende Nullen, geil. Immobilien, ja gut, aber da sind wir, glaube ich, noch nicht angekommen. Da gibt es hier so günstige. Ah, interessant, interessant. Du meinst, wir wollen die Nullen von vorne nach hinten verschieben? Das könnte natürlich ein Ziel sein, ja. Das ist richtig. Na gut, dann gucken wir mal hier. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin, Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Oh, Heli. Na gut, dass wir geübt haben. Das war wahrscheinlich das Heli-Tutorial, oder? Oh, wir müssen schießen. Ach so. Okay. Lance Vance, geil. Lance Vance. 10.000, oh, geht ja sogar einigermaßen. Sind das die Bösen? Okay. Na toll. Ja, du machst mir vielleicht Mut, ey. Du machst mir vielleicht Mut. Wo? Wo? Ach, da. Fässer. Ich krieg die Fässer nicht. Ich sollte die Maus nehmen, oder? Ich sollte sowas von die Maus nehmen. Auch wenn die furchtbar ist hier. Die ist sowas von ultra furchtbar präzise. Es ist nicht cool.
Der überspringt einfach so 20 Pixel. Minimal. Das ist das Blöde. Das ist das Blöde. Die Controller, das geht gar nicht. Aha, aha, also doch eine andere. Ja, 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 ja. Du willst jetzt ja nur nicht zugeben, dass sie ja eigentlich total luschi ist, aber du es nicht geschissen gekriegt hast. Ja, ja. Oh, sind da auch noch böse oder gute oder man weiß es nicht so genau? Okay. Doch, die sind weg. Oh. Ich glaube, sie hatten Knarren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sagen wir einfach mal ja. So. Sagen wir einfach mal ja. Ah, komm schon. Komm schon. Komm schon. Das geht soweit. Na, Gott sei Dank. Dann müssen wir uns damit nicht auseinandersetzen. Bestimmt gibt es hier noch andere böse Missionen dafür. Boah, die Maus, das ist furchtbar. Ich muss da echt was modden, oder? Keine Ahnung. Irgendwas muss man da reparieren. Okay, hol das Geld auf dem Dach. Mhm. Müssen wir einmal nachladen? Nee, passt. Okay. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ist ein bisschen doof, dass man hier nur hocken kann, aber sich da nicht bewegen kann. Wo schießt er denn hin, Mann? Er schießt total daneben. Good luck, Brother. Danke. Der schießt total daneben, Mann. Oder sieht das nur so aus? Vielleicht sieht es auch nur so aus. Nee, überhaupt nicht. Schießt nach rechts oben. Verzogen. So eine krumme Knarre gibt er mir, weißt du? Dann heißt es wieder, der Ochi failed. Ja, ja. Hm. Och, also ich finde das Kampfsystem bei GTA 5 schon echt ziemlich nett eigentlich. Muss ich sagen. Das mochte ich eigentlich ganz gern. Ach so. Ach so. Natürlich. Das 4D-Universum quasi. Gut. $2000. Naja, immerhin. Immerhin. Alle Brücken zum Festland sind wieder geöffnet. Geil. Alles klärchen. Wir sind auch direkt wieder hier, ne? Gut. Ich würde aber wirklich mal speichern gehen jetzt. Oh, ja, Moment. Gut, gut, gut. Ach so, na gut. Kann ich akzeptieren. Ich dachte bei 3D halt an 3D. Aber das ist jetzt die SD-Version quasi. Hm. Ich muss nach da und dann nach rechts, glaube ich, oder? Dieses Gebäude sieht so scheiße aus. Was haben wir getan? Das sieht jetzt so kacke aus, nachdem es explodiert ist. Katastrophe. Jetzt gerade eigentlich so gut ausgerüstet, da muss ich mal eine Speicherung machen. Ja, so ein bisschen 3D waren die ersten Teile ja auch, ne? Eigentlich. Das war auch beim allerersten Teil so, oder? Dass die Gebäude eigentlich schon, naja, die waren halt sehr simplistisch, so Blöcke. Aber im Prinzip kann ich hier irgendwo durch. Da kann ich durch, da kann ich durch, da, da, da.
Ja. Hier so. Sehr gut. So. Gut. Ach, ich nehme mal zur Feier des Tages einen neuen Spielstand, oder? Neuen Slot. Ja. Sehr gut. Health ist wieder oben. Na gut, dass unsere Weste nicht aufgeladen wird, das sehe ich ein. Mir gefällt es zwar nicht, aber ich sehe es ein. Ja, ja, ja. Irgendwie so. 2,xd. Gab es eigentlich auch... Gab es für die ersten Teile auch Mods, dass man vielleicht so ein bisschen die Kamera bewegen konnte nach unten? Das sieht sicherlich scheiße aus, weil das einfach nur flache Texturen waren, die ganzen Autos und so, aber gab es garantiert, oder? Weiß ich auch gar nicht mehr, ob ich das vielleicht auch mal hatte, sowas. Das ist wirklich lange her, ey. Irgendwie kommt es mir bekannt vor, aber weiß ich nicht. Ich habe auch so Map-Editoren und so, wo man sich das Ganze von anderen Kamerapositionen angucken konnte. So, wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ach, die Yacht geht wieder. Dann machen wir das doch mal. Dann machen wir das doch mal. So. Dann fahren wir hier einmal rum. Da müssten wir eigentlich schon da sein. Mhm. Huch. Wow. Ich habe einfach nur gebremst. Der ist komplett ausgebrochen dadurch. Das ist ja krass. Hier, ich bremse mal. Boah. Ich bremse und lenke dabei ein bisschen. Dann geht er ja voll ab. Das ist interessant. Hm. Manche Autos schwimmen hier einfach so unfassbar. Mann, Mann, Mann. Ja, ach, wir nehmen uns hier gleich was. So einfach ist das. Genau. Tauschen. Hm. Yes, was pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit from. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Ben. Militärische Fahrzeug, das durch die Stadt gefahren wird. Ach, das klingt... Moment, das wollte ich ja eben nicht. Das klingt ja ganz einfach. Nehmen wir mal den hier. So. So mit der Farbe, hat so ein bisschen was von einem DeLorean, aber nur ein ganz kleines bisschen. Sieht wirklich so wie so Stahlblech aus. Naja gut, von hinten auch wieder überhaupt nicht. So. Sieht man hier eventuell den Punkt? Ah ja, auf der anderen Seite. Ah, interessant. Gut, gut, gut. Ach, du verarscht mich doch. Ah, du verarscht mich doch. Das ist doch nicht durchgezogen, oder was? Hm. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. South Bridge. Ist das genau das, was wir haben wollen? Okay. Jetzt macht er sich direkt dran, so ein Safe Game zu erstellen und alle anderen zu löschen. Ja, ja. Nur damit er es jetzt durchzieht. Was war das denn? Was war das denn? Es hat geflackert. Vielleicht hat er nachgeladen oder so. Keine Ahnung. Merkwürdige Flackerung. Hm. So, hier? Ah, da. Tatsächlich.
finde einen Weg, den Panzer zu klauen. Naja, also... Wow, okay, das ist interessant. Das ist interessant. Also erstmal sehr unauffällig uns annähern. Echt, den Panzer klauen? Ist das euer Ernst? Panzer mit Reifen, okay, das ist irgendwie cool. Wir können ja mal ein bisschen experimentieren. Wir haben ja gerade gespeichert, ne? Was passiert, wenn ich mich hier erstmal vor die hinstelle zum Beispiel? Nur mal so... Ups, Motor ausgegangen. Oh, das tut mir aber leid. Das ist jetzt ja... Ach krass. Der... Geil. Der fährt einfach weg. Das ist ja cool. Interessant. Ja, okay, da ist zu. Das macht Sinn. Das macht erstmal Sinn. Die sind sehr nett zu uns, dass sie uns noch nicht erschossen haben. Okay, müssen wir den da erstmal wegfeuern oder was? Hahaha. Get some Donuts. Okay, naja, also wir können es halt mal versuchen. Was passiert? Ah, so. Willst du mich verarschen? Oh, wow. Aber das mit dem Donuts holen, das ist vielleicht... Ist das vielleicht eine Gelegenheit? Ist das vielleicht eine Gelegenheit für uns? Ich nehme mal hier das Taxi. Nee, ich lade das Spiel, oder? Ich lade besser das Spiel, weil ich habe jetzt ja nichts mehr. Wie geht das denn? Neues Spiel starten? Nee, oder? Doch. Spiel laden, ah ja. Ach, das jetzt rein, das kam ein bisschen sehr... ich glaube, du hast ein bisschen Verzögerung, oder? Probier mal ein Refresh. Ja, fortsetzen, ja. Flackert. Bestimmt nur aus Scheiß. Ja, genau. Die Uniform, das ist eine gute Idee. Das ist eine geile Idee. Das testen wir. Oh, ich muss die Mission wieder neu andingsen, ne? Neu annehmen. Okay. Das ist eine gute Idee. Wir müssen nur mal gucken, wo er genau lang... Nein, nichts sagen. Nein. Noch nicht. Noch sind wir nicht verzweifelt. Wir müssen jetzt hier experimentieren. Vor allem, weil jetzt Octo mit dabei ist. Der kann ja mitraten. Ist doch schön. So. Ja. Nee, alles gut. Yes, was pleased. I would like to meet you again. Is that a good thing? bis zu diesem Stream. dass die uns nicht vorher angegriffen haben bei dem Scheiß, was wir da gemacht haben, das also verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber okay. Also ich hätte mich schon erschossen an deren Stelle. das klingt jetzt falsch. Ja, das klingt irgendwie komisch. So. Hier rüber, ja genau. South Bridge. Ich frag mich, was passiert, wenn wir die weiterfahren lassen. Ob die immer mal wieder anhalten? Diesen Donut-Stop. Ach, schön. Ah ja, da war wieder das Flackern. Tatsächlich. Huch. So. Wahrscheinlich will er da eigentlich ein Loading-Screen einblenden, ist aber so schnell fertig mit Laden, dass er gar nicht dazu kommt. Okay, so. Ja. Wahrscheinlich. So. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Sollen wir versuchen, den zu killen?
Oder sollen wir versuchen einzusteigen? Ich kann ja mal versuchen einzusteigen. Wenn das nicht geht, dann laufen wir hinterher oder so. So, wir reihen uns einfach mal ein. Ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Civilian, move away from the tank. Okay. Ansonsten würden die wahrscheinlich gleich loslegen. Ich da bleibe. Könnte ich mir vorstellen. Lol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